Franz? Ja. Darf ich Sie einen Augenblick sprechen? Mein Name ist Fischbein. Otto Fischbein. Oh, falls Sie Theateragent sind, sparen Sie sich die Mühe. Ich steige aus dem Showgeschäft aus. Nein, ich bin kein Agent. Ich bin Bewährungshelfer. Bewährungshelfer? Worum geht es denn? Nun, wir haben davon Kenntnis erhalten, dass Sie planen, einen gewissen Hildebrand Johnson, auch bekannt als Hildy Johnson, zu heiraten. Und? Nun, das ist okay, aber wir hörten, dass Sie außerdem planen, nach Philadelphia zu übersiedeln. Ist daran irgendwas auszusetzen? Viel. Johnson darf Chicago nicht verlassen. Er muss sich einmal die Woche bei uns melden. Und warum? Weil er nur Bewährung hat. Was soll das heißen? Er hat es Ihnen also verschwiegen. Naja, das kann ich verstehen. Wovon reden Sie überhaupt? Also jetzt nur keine Panik. Er ist nicht wirklich kriminell, er ist nur krank. Krank? Naja, nicht ständig, aber hin und wieder überfällt ihn dieser verrückte Zwang. Mr. Fischbein, ich bin kein naives junges Ding. Ich war schon mal verheiratet. Also, was hat Hildy getan? Solange er es in menschenleeren Alleen tat oder in dunklen Parks. Gescheckt. Wir im Department sind ja auch bloß Menschen. Aber neulich, letzten Monat, da passiert es am helllichten Tag in der Chicagoer Kunsthalle. Um Gottes Willen, was ist passiert? Nun, da waren diese 16 Highschool-Schülerinnen in der Halle und naja, Hildebrand stand oben auf der Balustrade, bekleidet mit einer Regenpelerine, obwohl es überhaupt nicht regnete. Ist das neuerdings ein Verbrechen? Wissen Sie, was er darunter trug? Schuhe und Socken? Und weiter? Gar nichts. Wir kennen doch diese Exhibitionisten und ihre Tricks. Komm, Kleine, schau her! Nein, das glaube ich einfach nicht. Die Akte von ihm ist so dick. Armer Hildy. Sie sagen es. Er würde schon längst sitzen, wäre da nicht dieser Herausgeber, dieser Walter... Walter Burns. Ja, genau. Der machte seinen Einfluss bei Staatsanwalt und Richter geltend. Sowas nenne ich einen wahren Freund. Was muss Hildy sein? Was sage ich ihm jetzt Ach, bloß? Sparen Sie sich lange Erklärungen. Er leugnet sowieso alles ab. Ich würde an Ihrer Stelle nach Philadelphia fahren und Ihnen den Laufpass geben. Ohne ein letztes Wort. Hallo? Hi, Baby. Hier ist dein verliebter Eichkater mit buschigem Schwanz und strahlenden Augen. Ich dachte, ich ruf mal an. Mann, habe ich einen schweren Tag gehabt, Peggy. Wo warst du? Im Kunstmuseum? Kunstmuseum? Wieso Kunstmuseum? Ich war im Büro und habe Walter Burns gesagt, er könne sich seinen Job in den... Und dann habe ich die Trauringe und die Fahrkarten abgeräumt und jetzt bin ich beim Packen. Nun, ich nehme an, du packst die Regenpelerine auch ein. Wer packt denn eine Regenpelerine ein? Die nehme ich über den Arm. Es könnte ja sein, dass... Was könnte sein? Oh, Hildy, dir fehlt keine Frau, dir fehlt ein Arzt. Ich bringe ja viel Verständnis für dich auf, aber so könnte ich einfach nicht leben mit dir und diesem Problem. Das genügt. Brechen Sie ab. Schätzchen, was ist los? Was ist denn passiert? Ich verstehe kein Wort. Was habe ich getan? Dein Bewährungshelfer ist gerade hier bei mir. Bewährungshelfer? Ich kenne keinen Bewährungshelfer. Der Kerl sagt was? Mich? Oh, nein, nein, nein. Warte mal, Schatz. Wer soll denn... Warte mal. Wie sieht der Kerl aus? Nein, warte, ich beschreibe ihn selbst. Pass auf. Etwa 1,87, riesige Füße, böse kleine Augen, eine Nase wie ein Minikürbis. Na, was denkst du, Schatz, wer das Aas ist? Ich werd's dir sagen, ob du's nun glaubst oder nicht. Es ist Walter Burns, diese intrigante Missgeburt. Ja, dann werde ich mal wieder gehen. Ich habe da noch eine ganze Menge Fälle, die auf mich warten, verstehen Sie? Ach, einen Augenblick noch. Hildy würde Sie gerne sprechen. Das geht jetzt nicht. Ich muss dringend zum Schokoladenmann. Wir nennen ihn so, weil er häufig Schokolade an Schulkinder verteilt. Hier. Hier spricht Fischbein. Fischbein? Hören Sie, Sie lausiger Pavian, besorgen Sie besser gleich gusseiserne Wäsche, denn wenn ich Sie das nächste Mal sehe, trete ich in meinen Schuh bis zum Absatz in den Arsch, ungeschwitzt! Komm schon, Hildy, kannst du keinen Witz mehr vertragen, seitdem du in diese verlogene Werbebranche gegangen bist? Oh, von all diesen dreckigen, gemeinen, stinkigen Tricks ist, du würdest doch glatt meine Ehe ruinieren, nur um mich an deinem krummen Blatt zu behalten. Hör zu, tu mir noch einen einzigen Gefallen, verschiebe es um 24 Stunden, Hildy, und mach diese Hinrichtung für mich. Mr. Burns, nicht einmal über das letzte Abendmahl würde ich für Sie berichten und fände es im Pumphaus des Ambassador der East statt. Und jetzt verschwinden Sie aus der Leitung, geben Sie mir meine Kleine, los! Na schön, wie du willst. Der Vorzeiger will mit Ihnen reden. Das war wirklich sehr niederträchtig. Es war zu Ihrem Vorteil, glauben Sie mir. Heiraten Sie einen Kellner, meinetwegen einen Sargträger, meinetwegen einen Taschendieb, aber um Gottes Willen niemals einen Reporter, Peggy. Darum habe ich ihn ja gebeten zu kündigen. Aus einem Tiger wird kein Teddybär und aus einer Feuerwehr nie ein Milchwagen. Er wird wie ein Fisch ohne Wasser sein. Wir lassen es darauf ankommen. Und wenn ich Sie jetzt bitten dürfte... War nur eine freundliche Warnung, gewissermaßen mein Hochzeitsgeschenk für Sie. Schatz, es tut mir leid, ich hätte es besser wissen müssen. Es klang alles so überzeugend. Ich bin gegen 9.15 Uhr fertig. Holst du mich bitte ab? Sagen Sie, Hildy, ich wünsche ihm alles Glück der Welt und ich meine es so. Oder mein Name soll nicht Otto Fischbein sein.